Das wegweisende Konzept des Intercity 79 wurde 1979 mit dem bekannten Slogan „Jede Stunde, jede Klasse“ eingeführt. Die beschleunigten Züge führten zur Zeitersparnis keine Gepäck- und Postwagen mehr und waren für ein schnelles Umsteigen in den Knotenbahnhöfen in die Blöcke 1. Klasse, Speisewagen, 2. Klasse unterteilt. Alle 5 Intercity-Wagentypen der Deutschen Bundesbahn kommen als Neukonstruktion in den Fachhandel. Die Wagen sind maßstäblich umgesetzt und haben eine Länge von 303 mm, mit Ausnahme des Speisewagens von 316 mm Länge über Puffer und entsprechend dem Betriebszustand um 1983 der Epoche 4. 1. Klasse AVMZ 111. 1. Klasse APMZ 121. 1. Speisewagen ARMZ 211. 2. Klasse BM 235. Und 2. Klasse BPMZ 291. Die Pico Intercity-Wagen sind feinst detailliert. Alle Fenster der Wagen sind passgenau und schlierenfrei eingesetzt. Die Fensterscheiben bei den Wagentypen AVMZ, APMZ und BPMZ sind wie beim Original auch im Modell unterschiedlich getönt wiedergegeben. Blickfang auf dem Wagendach des Speisewagens ist die korrekte Nachbildung des Einholm-Stromabnehmer. Die Stromzuleitungen und Dachisolatoren sind in vorbildlicher Materialstärke ausgeführt. Feine Gravuren, exakte und trennscharfe Bedruckungen sowie als Einzelteil eingefügte Klappen im Fach der Zuglaufschilder und die extra angesetzten Türgriffstangen runden den perfekten Gesamteindruck der Intercity-Wagen ab. Ebenfalls besticht die realistische Nachbildung der Drehgestelle MD 522 und MD 367 dem jeweiligen Vorbild entsprechend mit und ohne Lichtmaschinen und den angesteckten Magnetschienenbremsen. Die Inneneinrichtung aller Wagen sind originalgetreu wiedergegeben. Wie hier als Beispiel beim geöffneten Wagen vom Typ BPMZ 2. Klasse Großraumwagen mit glasklaren Trennwänden. Die Modelle sind für ein unkompliziertes Nachrüsten mit Innenbeleuchtung vorbereitet. Alle Wagen sind mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Die Pico E-Lok Baureihe 103 als klassische Zuglok wartet jetzt nur noch darauf, diesen Intercity-Zug auch auf ihrer Anlage zum absoluten Blickfang zu machen. Mit den feinen, originalgetreuen und maßstäblichen Nachbildungen dieser wichtigen Wagentypen zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht Pico vorbildorientierten Modellbahnern die Möglichkeit, stilechte Zuggarnituren der 1980er Jahre nachzubilden, die einen hohen Qualitätsanspruch mit vielen ab Werk montierten freistehenden Teilen erfüllen und durch ihre Betriebstauglichkeit auch im angestrengten Schnellzugeinsatz auf der Anlage überzeugen.